Das sieht man nicht, aber ich halte Robin gerade mit meinen Füßen fest. Mit meinen Schenkeln. So, Franz. Heute geht's steil, ja? Heute geht's 24 Stunden Stream. Oder morgen. Ja, komm, können wir nicht rebliken ausnahmsweise. Okay, Franz, heute geht's steil. Morgen, scheiße, morgen geht's steil, ja? Nice. Leute, das wird ganz interessant. Bist du aufgeregt? Nein, ich bin so ein bisschen... Also ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Weil, also ich war ja selber eine Zeit lang auf Twitch aktiv, ne? Wir sind vielleicht die einen oder anderen von euch. Weil nicht so erfolgreich. Aber ich habe auch immer diese 24-Stunden-Streams mitbekommen von anderen Leuten. Und ich habe immer, also ich habe aber nie durchgezogen, weil ich fand das immer so, die haben halt immer nur ein Game gezockt. Das ist ja echt wild, ne? Aber es soll sehr beliebt sein, wurde mir gestern gesagt. Ich habe mich gestern mit Discord auseinandergesetzt, mit MadEye. Und da meinte er immer, wenn die Leute das sehen, oh, 24-Stunden-Stream, da gehen sie rein. Na, vor allem am Ende guckt man halt, gucken die Leute halt zu, weil du dann auch einfach schon physisch und psychisch so fertig bist meistens. Und ich meine, das, was wir machen, geht ja auch über die normale Belastungsgrenze eines Twitch-Streamers hinaus. Das muss man sagen. Ist so. Das ist eigentlich schon Extremsport. Ja, ich meine, doch. Das ist was ganz anderes. Also 24 Stunden zocken, als ich jung war mit Maurit, ja. Der wird morgen auch wahrscheinlich da sein. Keine Ahnung, da waren 48 Stunden, war so eine Sache, wo man gesagt hat, yo, mach mal. Aber 24 Stunden, wenn wir da auf LAN-Party waren, war halt so, das hat man halt irgendwie vorausgesetzt. Ne? Und wenn da jemand zugegangen ist, dann ja. Ja, es und ist ja, glaube ich, auch noch was anderes, das zu machen oder halt wirklich einen Stream zu moderieren. Mhm. Auch wenn das jetzt hier weit weg von professionell ist. Naja, trotzdem. Wir müssen uns die ganze Zeit um die Technik kümmern. Und das ist ja auch, also es ist ja auch dadurch, dass wir nicht alleine sind, ist es ja auch eine soziale Interaktion. Ja, stimmt. Social Anxiety Trigger geht auf den Stack. Kann halt auch passieren, dass wir uns dann irgendwie richtig, dass wir uns wirklich richtig stressen, so weißt du? Hm. Irgendwie, weil du wieder, du machst irgendeine Scheiße und machst irgendwas kaputt und dann nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Angepasst. Ja, nur gucken wir mal, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, gerade die Leute von Lost Herforts, die sind ja sehr kreativ, dass die vielleicht noch die eine oder andere lustige Challenge sich überlegen. Nicht unbedingt Sachen, die es eh schon gibt, sondern halt so, weißt du, haha, wer kann länger einen Besenstiel auf der Nase balancieren oder so, was weiß ich. Wir haben doch diesen kleinen Besen von dir da. Ja, stimmt. Geil. Mhm. Und ich glaube, das lockert auch für uns das auf, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwelche hässlichen Strichmännchenfiguren oder so angucken musst. Ja. Ja, aber was ich auch mal, also ich werde wahrscheinlich, ist gut möglich, dass ich beleidigen werde. Okay. Aber finde ich es auch immer ganz schön, zum Beispiel, ich schaue, muss ich ja mal schnell sagen, ich schaue ja gerne hin und Blatt. Ne? Mhm. Warum machst du das? Das ist geil. Ja. Das ist wirklich scheiße. Warm. Fühlst du ja nicht. Du musst erstmal den Körper an. Ja, es extremste Umstände. Das fühlt sich ja so wie meine zweite Pisse. Das werde ich noch früh genug tun. Der Hello Blatt spielt ja auch oft mit seinen Kollegen, zockt er oft. Im Endeffekt nichts anderes, ne? Nur dass wir halt nebeneinander sitzen. Und die beleidigen sich da teilweise auch so richtig hart durch, weißt du? Aber da finde ich es halt schon wieder, ich finde es halt, der sagt es auch immer, weil die Leute sich dann aufregen, boah, ich finde das voll schlimm, dass du jetzt übelst Ärger mit dem hast und so. Weil, also ich habe es auch bei anderen YouTube-Videos teilweise verfolgt, dass die Leute das nicht unterscheiden können, wenn zwar quasi zwei Leute, die sich irgendwie quasi eine Real-Life-Connection haben, ja, sich im Game dumm machen, dass die meisten dann immer denken, boah, die hassen sich jetzt. Ja. Ja, es ist auch so ein bisschen dieses Magic-Ding. Weil genau, genau. Magic ist ja auch wie nach Vegas fahren. Da passieren dann sehr schlimme Sachen teilweise, aber wenn die Runde vorbei ist, alles wieder gut. Oder Poker auch. Oh ja, Poker. Ja. Ich meine, erinnert mich doch einfach nur mal daran, wie Magic, ja, wie da gehatet wurde, weil hier König Bauer geschisselt. Kannst du mal kurz die Anekdote anreißen? Fürst, meine ich. Ja. Das ist ein kleiner Spielmodus, wo vier verdeckte Rollen sind und eine aufgedeckte. Und von den Vieren ist einer Verräter, der mit dem Aufgedeckten zusammenzockt. Und in der Situation gab es dann, ist es vorbei, wenn entweder die drei Bauern tot sind oder der Verräter und der König. Oder ich glaube nur der König, ich weiß nicht. Beide müssen tot sein. Und der Verräter hat die Möglichkeit, sich aufzudecken oder hat eine Spezialfähigkeit, sage ich mal. Und in dem Fall
gab es halt die Situation. Er kann entweder sich aufdecken und dem König 20 Leben geben, oder kann sich aufdecken und eine Karte zerstören. Genau. Irgendein oder was halt auch kommt. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall gab es in dem Spiel die Situation, dass es sich einfach gar nicht aufgedeckt hat, sodass dann quasi vier Leute gegeneinander gespielt haben und einer davon nicht revealed war. So. Ja. Und das war richtig großartig. Ja, ich habe wieder richtig abgezogen. So, und hinterher habe ich das, glaube ich, auch nochmal gemacht. Und das hat dann zu Unmut geführt. Weil es dann heißt, oh, einer trollt wieder. So. Aber ja, wenn dann sich angebieft wird, ist schön. Aber mal gucken, mal gucken. Ich glaube, wir können auch Line Rider gegeneinander spielen. Ich weiß noch nicht wie. Ja, weil das ist so für mich das Browser-Spiel schlechthin. Und natürlich Soccer Physics. Ja, auf jeden Fall. Was ich mich auch schon mit Dion durchbeleidigt habe, bei League of Legends, ja. Aber Dion kann man auch nur beleidigen. Aber wenn er scheiße baut, dann muss er hinter die Sterne. Mhm. Dann haben wir ein bisschen einen schöneren View. Auf deinen Hunde. So nettbar. Nee, kennt ihr vielleicht, der eine oder andere, was das Bein nach außen machen? Die sind doch außen. Ja, aber nee, so. Das ist entspannter. Ja, mach die schön breit. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja League of Legends. Und da gab es halt echt so Situationen, wo ich komplett durchrasiert habe, weißt du? Quadra Kill. Und dann kommt Dion mit so einer hässlichen Twisted Fate Ulti, ja? Misst sein Q, misst seine Stun Card und stiehlt dann den Pentakill mit einem Auto-Attack. Nein! Doch! Mit seinem Q. Nee, mit seinem Auto-Attack, das ist. Also. Das muss ja gar nichts machen, außer rechts kriegen. Ja. Das ist ja dann so ein. Keine Ahnung. Willst du dich nicht, wo du kannst die Beine auch ausschalten? Nee, dann ist es schlecht. Ich gucke immer eine ganze Zeit nach dem Akku. Mich würde mal interessieren, wenn ihr so Leute seid, die Stunden Streams schauen oder geschaut haben, fandet ihr das geil? Also was fandet ihr daran geil, dass sich da jemand dann wirklich vor seinem Kamera setzt und sich so. Genau, so langsam den Verfall sieht. Ja, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach jede Stunde mal reingucken. Genau, also. Was machen sie jetzt? Mal gucken. Aber wenn natürlich ein paar dabei sind, das werden wir ja im Chat merken, die wirklich die ganze Zeit durchziehen. Gerade halt irgendwie die Zeit von, weiß ich nicht, nachts um 3 bis früh um 9. Also Moderatoren oder so, wenn halt nice. Ja, mal gucken, ob Moritz die Nacht auch durchzieht. Hat Moritz einen Laptop? Weiß ich gar nicht. An sich könnten wir halt Moritz einen Laptop geben. Vielleicht können wir den Laptop von Maggie auch einfach nutzen. Und dann kann er halt. Also er muss ja nicht mal irgendwie den Stream drauf schauen. Aber er kann halt den Chat nebenbei verfolgen. Wenn er quasi nichts zu tun hat und kann dann so schauen, hey, die Leute beleidigen euch gerade, weil ihr irgendwie was nicht gelesen habt. Ach, das habe ich mir überlegt, vielleicht weißt du da was, ob man irgendwie, dass quasi vor jedem Spiel die Möglichkeit besteht, dass die Leute irgendwie im Chat, na, weiß ich nicht, Hashtag Team Franz zum Beispiel und dann ist der Name irgendwie von dem verfärbt, weißt du, dass man quasi im Chat erkennt, nee, aber weißt du, was man wirklich machen könnte? Oh fuck, aber ich weiß nicht, wie das geht. Es gibt, du kannst so ein System erstellen. Das nennt sich, das ist eine Treuewährung, ja? Okay. Ja, das ist, du kannst, also das Prinzip ist zum Beispiel, Leute bekommen diese Währung, wenn sie zuschauen, irgendwie alle 10 Minuten. Du kannst sie halt nennen, wie du willst, keine Ahnung, kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, Nostara Ninjas nennen. Ja. So, wenn du 10 Minuten zuschaust, kriegst du einen Nostara Ninja, so. Ja. Und dann kannst du halt, bei diesem Währungssystem gibt es halt verschiedene Szenarien, wo die Leute das quasi bekommen können. Also du kannst zum Beispiel ein Giveaway machen im Chat, dass du sagst, also dass du quasi ein Giveaway von 10 Nostara Ninjas machst, dann können die Leute reinschreiben, dass sie joinen und dann gewinnt halt einer random. Und es gibt halt auch so eine Leaderliste. Und es wäre halt richtig geil, wenn man am Ende, also wenn man das quasi macht für das Event, weißt du, und man kann quasi vor jedem, also man kann eine Bet setzen, man kann quasi wetten. Ja, das ist sowas meine ich halt. Genau. Und dann fangen die Leute quasi an und können halt dadurch gewinnen. Also die setzen also wenn das passiert, was sie gewettet haben, wird das irgendwie verdoppelt, oder? Ja genau, dann kriegen sie halt so. Genau. Und das wäre übrigens nice. Das stimmt. Ich will es ja nochmal angucken, aber ich muss auch das Video von heute noch schneiden. Eieiei. Bin schon eng mit meiner Cola, glaube ich. Das ist nicht so aufwendig. Also ich muss vor allem unser geiles Anbieter, das hast du noch gar nicht gesehen. Das andere Video musst du gleich noch freischalten. Ist das hier? Nee. Können wir es hier gucken? Nee. Nicht von deinem Handy? Ist ja noch nicht online. Mein Hals knackt. Naja, gut.
So, wir haben jetzt hier 10 Minuten weg. Fällt dir noch irgendwas ein, weil die Kamera geht auch gleich aus. Nö, willst du noch was Schönes sagen? Vor allem haben wir nicht gesagt, wir machen vorher ein Gespräch, wie wir uns übelst anhaten. Und dann hinterher, wie wir uns wieder vertragen. Müssen wir es andersrum machen. Nee, hinterher saß, bis wir da lange sitzen. Ja, naja, lass halt noch 2 Minuten künstlich anhalten. Okay, oh, das ist so scheiße, ne? Ich werde dich so platt machen, ey. Aber ich find's richtig gut, dass du vor dem Fenster sitzt, fassen sie sich dein Gesicht nicht. Ja. Das ist schon mit dir. Das ist nicht sehr gut. Ich kann auch nicht erleben. Okay. Ja, ich hab früher im Jugendclub sehr viele Browser-Games gespielt, du hast keine Chance, ich bin der Hit. Alter, ich hab wie heißt das? VK? Visuelle Kommunikation oder so? Mhm. Nee. Ich hab in jeder. Fuck, wie heißt das denn in der Schule? Informatikunterricht. Ach so, ja. Heißt das so? Das heißt, ich hab in jeder Informatikstunde habe ich übelste Sorte gezockt. Ich habe nichts gelernt in der Schule. Nichts am, also am Computer. Könnt ihr auch schon mal in die Kommentare ein paar geile Browser-Games reinballern. Kann man Happy Wheel gegeneinander spielen? Nee, ne? Das war das. Ach, das war das, was die Leute die Zeit groß gemacht hat. Aber da musst du wahrscheinlich dann. Was hat mir gerade gebuckelt? Das hier. Achso, ja. Das war mein Fuß. Ah, da muss man dann wahrscheinlich auch so eine. Wie heißt das? Was denn? Das ist so geil, wie der einfach so da sitzt. T-Rex und Block, du hast doch einen Test. Ob dieses Thumbnail in den Sperren oder so? Ach Quatsch. Ist doch nur Lust der Forts. Ist doch jetzt bei Army-Management. Oh, das ist, glaube ich, nicht ergonomisch, hier so zu liegen und den Rücken so durchzudrücken. So. Mhm. Ich verdeck mal deinen Schwammisen. Guck dir so ein Haus. Ja. Das ist nicht schön. Ja, auf jeden Fall Line Rider, Droppy Wally. Was denn? Das ist so geil. Entschuldigung. Wollen wir raus? Ja. Okay, liebe Leute, sehen wir uns morgen. Das war gerade. Ja, nein, und ich habe halt übelst gefurzt und gesagt, das hat natürlich gebracht. Ach so. Sehen wir uns im Livestream. Man merkt das nicht. Samstag, 15 Uhr. Bis Sonntag, 15 Uhr. Für euch, ja, sage ich sogar meiner Mutter das Mittagessen am Sonntag ab. Lass sie doch vorbeibringen. Nee, weiß ich nicht. Also, kriegst du das aus, Sonntag? Nee.